Der nächste, bitte. Guten Tag. Hier sind meine Bewerbungsunterlagen. Wir machen das hier lieber im Smalltalk. Wie heißt du? Witticek, Erwin. Bleib ruhig stehen, Erwin. Wir müssen auch sehen, wie du bildmäßig rüberkommst. Bildmäßig? Weil die Kamera, ist die denn wirklich nötig? Also bei dir eigentlich nicht. Für mich hast du echt alles, was wir hier nicht brauchen. Sie kennen mich doch gar nicht. Guck dich doch mal an. Deine Klamotten sehen total scheiße aus. Der Anzug ist ganz neu, extra fürs Vorstellungsgespräch. Eben, das meine ich. Was? Er meint, wenn die Leute dich im Fernsehen mit einem neuen Anzug sehen, dann werden sie sagen, der sieht doch gar nicht so arbeitslos aus. Man sieht mich im Fernsehen, wenn ich bei Ihnen arbeite? Ach, der macht mich wahnsinnig. Sag mal, weißt du eigentlich, warum du hier bist? Ja, das Arbeitsamt hat mich hierher vermittelt. Ich soll mich als Nachtportier bewerben. Ja, und sonst haben sie dir nichts gesagt? Das mit der Bezahlung ist nicht so wichtig. Also, Hauptsache, ich kann wieder arbeiten. Du bist hier beim Casting. Bei was für ein Ding? Für DSDS. DSDS? Ja, du weißt noch nicht mal, was DSDS heißt? Vielleicht die Spinnen, die Schwätzer? Guck mal, unser Erwin hat morgen einen Clown gefrühstückt. Hä? DSDS heißt Deutschland sucht den Superarbeitslosen. Ja. Das ist eine Fernsehshow und wir suchen die Kandidaten. Ja, gut, ich meine, also arbeitslos bin ich ja schon. Also. Tja, aber das reicht nicht, Erwin. Na, mir schon. Ich habe bestimmt über 50 Bewerbungen geschrieben. Komm uns jetzt nicht mit so einer Kinderkacke, ja? Zu der Fernsehshow kommen Kandidaten aus ganz Deutschland. Und nur der absolut Hoffnungsloseste kriegt einen Job auf Lebenszeit. Ja, da muss man schon ein kleines bisschen mehr drauf haben, verstehst du? Wie jetzt mehr drauf haben, also... Er meint, wenn ein Unternehmen heute einen neuen Arbeitsplatz schaffen soll, dann will es auch was dafür haben. Ja, zum Beispiel kostenlose Fernsehwerbung bei total hohen Einschaltquoten. Aha. Und wann schalten die Leute ein? Was ist der erfolgreichste Film aller Zeiten? Dr. Chivago? Titanic, du Oldtimer. Ja, und weißt du, warum Titanic so erfolgreich war, Erwin? Vielleicht wegen diesem Leonardo Carpaccio? Weil jeder von Anfang an weiß, dass der Kahn absäuft. Ach so. Er meint, wenn es den Leuten schlecht geht, dann wollen sie Leute sehen, denen es noch schlechter geht. Ja, soll ich jetzt hier live ertrinken, damit ich den Job kriege? Wäre nicht schlecht. Ich würde auch umziehen für den Job. Hey, du bist ein ganz harter, hä? Also ein Langzeitarbeitsloser aus Norddeutschland. Als der hörte, dass die Heilsarmee neue Krankenschwestern braucht, hat der sich umoperieren lassen. Hat er doch. Ja, der hat jetzt einen Job. Bei der Heilsarmee. Nee, der moderiert eine Erotiksendung im Privatfernsehen. Das möchte ich aber bitte nicht. Also. Kannst du wenigstens auf Kommando heulen? Bei Dr. Chivago heule ich immer. Der ist es nicht. Komm, ich finde, der hat was. Ich finde auch, der ist so süß traurig. Also, meinetwegen kriegt er eine Chance. Aber in der nächsten Runde muss er mehr bringen. Da muss er noch eine Schippe drauflegen. Und zwar Hardcore, verstehst du? Was für ein Chor? Erwin, es war knapp, aber du bist eine Runde weiter. Ist das was Gutes? Natürlich! Ja, aber du musst noch an dir arbeiten, Erwin. Mach Schulden. Na, fang an zu saufen, bis sich seine Frau von dir trennt. Und das kann dauern. Das kann dauern. Das dauert. Oh, verträgst du so viel? Nee, aber ich lebe alleine. Dann such dir erst eine Frau und sauf dann. Ja, und dann kriege ich eine Arbeit. Wenn du hart an dir arbeitest, kannst du es bis ins Finale schaffen. Ja, und dann kriege ich eine Arbeit. Wenn du das letzte Duell gewinnst, du nervöses Hemd. Duell? Wie jetzt Duell? Das wollen die Leute sehen, Erwin! Was war denn der andere erfolgreichste Hollywood-Film, Erwin? Gladiator. Gladiator?
Zwei Arbeitslose kommen ins Finale. Und ein Kandidat ist schon eine Runde weiter. Bernhard Schlüter, bitte. Das ist Bernie, Langzeitarbeitsloser aus Erwitte-Anröchte. Angenehm. Ganz meinerseits. Wie soll denn das funktionieren jetzt? Ganz einfach. Ihr beide und der Sieger kriegt den Job. Ja, und der andere? Wir übernehmen alle Kosten. Die Blumen, den Kranz und den Plastiksack.